Danke dir nochmal, Schatz, für die Augenpads, die mir hier unterlegt wurden. Lex und ich, wir fahren jetzt nach Griechenland in meine zweite Heimat. Sieht sehr entspannt aus. Im Idealfall übt man Handstand hier im seichten Wasser, weil man leicht Support hat, okay? Wo bin ich? Neues Olakala, Butterhemd angelegt, wichtig und richtig. Verletzt dich gleich, ne? Wir müssen es mit langen Streichhölzern machen, weil das man kann das Streichholz auch anmachen und einfach reinschmeißen. Aber gesunder Abstand. Und hier ist noch so ein Föhn, das sieht richtig safe aus. Wir können auch eine Zündschnur bauen mit dem Zeug. Ja, das wäre am besten. Soll es wirklich? Nein, geh weg. So schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Brutal, ey. Siehst du es nicht? Und jetzt will ich noch das Verlängerungskabel zum Föhnen. Damit die Kohle auch schön trocken bleibt. I've come to talk with you again. So, Leute. Nächster Tag steht an. Alexa wieder sehr genervt. Wir gehen jetzt zu einem Strand, der heißt Vitali. Der ganz normaler Strandbesuch hier in Griechenland. Erstmal eine Ziege am Strand. Es gibt anscheinend an einem dieser Landzungen, die dort hinaus ins Weite offen führen. Ein sogenanntes gerifftes Riff. Leute, hier nochmal der Ausblick. Es ist einfach so ein schönes Produkt hier. Punktfokus. Ja, dann fokussierst doch einfach mal, du Dreckskamera. Meff, was hast du wieder gekauft? An dieser Landzunge da hinten, die ihr da seht, hier. Diese Landzunge. Ja, genau, die Landzunge. Kannst du mir helfen, mein Bikini? Ich kann dir nicht helfen. Und ich muss wirklich sagen, es gibt eigentlich für mich nichts Spannenderes. Als die tiefen Abgründe. Wir sind von ganz da oben gekommen, hier gibt es keinen Weg. Wir sind jetzt hier in so einer geilen Bucht, das ist wirklich eine sehr nice Bucht. Und da hinten, wo es wellt, soll anscheinend das Riff sein. Mein Dad oben hier am Angeln, ja. Hier wird noch die Angelschnur ausgeworfen und Alexa, die absolute Abenteuer-Legasthenikerin, hier mit 180er Puls und sehr, sehr gestresstem Gesichtsausdruck. Ja, ich muss schon sagen, Tauchen macht schon sehr, sehr Bock. Wenn sie jemand sieht, der vielleicht irgendwie eine Tauchschule hat oder sowas, der auch im Bereich Apnoe tauchen oder halt Freediving Bock hat, da was mit mir zusammen zu machen, meldet euch auf gar keinen Fall, denn danach wird euer Laden insolvent gehen. Wir sind Backabys und kommen mit Coca in der Limo, so wie Matsumix. Damit ihr seht, der neue Buttersweater mit Elysium, der rauskommt, auf gar keinen Fall käuflich erwerben. Alexa schaut ihr neuestes ASMR-Video, liest sich die Resonanz von euch durch. Meine ganzen notgeilen Säcke von mir. 6% Akku, damit werden wir noch einiges heute verfilmen können. Lexo heute im neon-pinken Bikini. Leben wir. Wir sind auf dem Highway to Heaven. Und zwar geht der genau hier hoch. Übrigens an alle Sportwagenfahrer, ihr könnt auch gerne auf die Insel kommen mit eurem Sportwagen. Die Straßenverhältnisse sind einfach nur noch so geil. Alter, das sieht so geil aus, Mann. Gib es mal an. Wurde mal wieder geweckt von einem Dachfenster, was um 5 Uhr morgens hell geworden ist. Und die nächsten Tage werden wir auch sehr, sehr viel unterwegs sein. Es hat sich noch ein neuer Trip herauskristallisiert. Und zwar werden wir erstmal nach Berlin fatzen. Gehe ich wieder beim Sohnemann vorbei. Danach gehen wir nach Rügen. Und danach gehen wir nach Hamburg zu dem Fußballspiel von Trimac. Ich wurde gebeten, auf dem Event nichts zu filmen. Das heißt also, ich habe die Cam dabei und ich werde filmen. Also ob wir jetzt so viele Aufnahmen müssen machen, wissen wir auch nicht. Die Leute meinten, bitte kommt seriös. Machen halt einfach ruhig so. Wird jetzt nichts sonderlich passieren. Der Ron meinte gerade zu mir, da sind auch so ein paar Leute, die halt so Gelder verwalten und so. Deswegen dachte ich, ich gehe lieber mal auf Nummer sicher. Nicht, dass die nur denken, ich bin irgendwie hier. Könnt ihr mir helfen? Wir wurden eingeladen nach Rügen auf eine Beachparty, Leute. Ich würde mal sagen, Position gefunden. Gehen wir? Nehmen wir. Wieso sehe ich aus wie 50? Dieser Baum ist die Natur. Die Wurzel bin ich. Ich bin die Natur. Ja, sorry, Leute. Lass es dir mal durch den Kopf gehen. Es ist unser erstes Mal LSD, aber wir werden uns zurückhalten, was den Vlog angeht. Und wir sind sehr gespannt. Ey, guck mal, jetzt mal Spaß beiseite, ne? Ja. Wie lange hält der Scheiß an? Besser!
Tomate. Besser. Nein? Nein, kein Problem. Ich hab das recht. Rot, zu viele Kohlenhydrate. Das war das Video gerade. Das ist das Video gewesen. Wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann entzwirbelt den Daumen im linken oberen Ohrschloch. Falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, dann macht ihr alles richtig, weil hier kommen sowieso unregelmäßige Drecksvideos. In diesem Sinne. Achso, du bist in Münster. Was genau ist es?